ist schon geil. Ist schon richtige Saugerpower von früher, du. Los, Gas geben. Hört euch jetzt an. Sehr geil, ey. Einen wunderschönen guten Tag, Leute, wie ihr sehen könnt und hören könnt. Ja, wir sitzen in einem Z4M Coupé und es ist einfach der Wahnsinn. Also es ist früher immer so der Wagen gewesen, den ich so als erstes so auf der Straße gesehen habe, wo ich dachte mir, boah, was ist das denn, der fette Arsch hinten, vier Endrohre, breit, tief. Und ja, heute sitzen wir drin. Ich zeige euch den Wagen von außen, von innen, Interlagos Blau, wie mein E92 M3. Und gibt Soundaufnahmen. Wir fahren, wie gesagt, Zeitenmessen wollte ich noch machen, 100 bis 200. Und schauen uns den Wagen einfach mal an. Also echt mega, der Wagen. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Lasst einen Daumen da oben da, würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt. Wie gesagt, 20.000er Marke, bald erreicht. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Los geht's. So Leute, E86 nannte man die M-Version vom Z4 und der hier ist von 2006 Baujahr und hat 115.000 Kilometer auf der Uhr, aber der Wagen hat da einen Lagerschaden gehabt. Ihr wisst das ja, Hochdrehzahlkonzept wie beim E92 M3 sind die Lagerschaden beim E46 M3, auch beim diesem Motor ist ja der gleiche Motor aus dem E46 M3. 343 PS, 3,2 Liter rein, 6 Zylinder. Und ja, der Motor hat jetzt so um die 5000 Kilometer gelaufen. Und ja, ich bin den noch nie gefahren. Wie gesagt, ich fand das immer sehr, sehr schön, den Wagen von außen. Und jetzt ja, darf ich den vom Markus fahren. Liebe Grüße an Buchs Automobile aus Iserlohn, die mich hier immer unterstützen mit fleißig neuen Autos. Und ja, Markus hat sich den gekauft damals, hatte schon ein bisschen länger und hat ein paar Sachen schon dann geändert. Allererstes hatte er bei unserem Kumpel Robert von Max Performance, liebe Grüße gehen nochmal raus, Robert, der hatte dort das Lenkrad machen lassen. Blende ich jetzt auch nochmal ein, könnt ihr nochmal sehen. Also immer wieder super Arbeit. Also ich bin auch super zufrieden mit meinem E92 M3 Lenkrad, was er gemacht hat. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Nächster Punkt war, Markus hatte noch den Schaltknopf gemacht. Den Wagen Z4 M Coupé gab es nur mit Handschalter. Weil beim E46 M3 gibt es das ja auch mit dem SMG. Das gab es gar nicht, das SMG beim Z4 M Coupé hier. Also gibt es nur als Handschalter und deswegen ist das für Puristen so einfach so mega, so klein, wendig, relativ leicht. Gewicht müsste so bei 1400, also fast 1500 Kilo sein. Ich blende das hier nochmal ein, was im Fahrzeugstand steht. Ist jetzt nicht so leicht, aber ja, wie gesagt, Handschalter, klein, tief, kurzer Radstand, macht schon mega Laune. Auch dieses Hochdrehen, das kennt ihr ja, ist einfach genial. Deswegen bin ich mal gespannt, was ihr zum Wagen sagt. Was Markus noch gemacht hat, was ganz Besonderes ist, weil der Wagen wird eigentlich nur mit 18 Zoll Rädern ausgeliefert. Und Markus hat 19 Zoll M3 TSL Felgen drauf. Vorne sind das 8,5, weil sonst sind die nur in 8er Breite und hinten sind es 9,5. Und ja, das ist jetzt so, wo er schon stolz drauf ist, das hat er gemacht und ja, sieht auch mega aus. Also wenn ihr euch das mal anschaut von der Seite, ist ein bisschen konkaver vorne die Form, ist schon mega. Also die Felgen liebe ich ja, weil die sind ja auch so am E92 M3 bei mir so drauf und ja, einfach perfekt. Oh, ein 8er BMW. Ein alter 8er BMW, auch sehr geil. Vielleicht kriegen wir da auch nochmal sowas. Dann, was er noch gemacht hat, war Eventuri, hat er oben, also vorne verbaut. Am Auspuff hat er nichts verbaut. Aber er meinte so, wenn du untertourig fährst, ein bisschen Gas gibst und so, da hört man die Eventuri schon. Muss mal gucken, ob er das vielleicht so mitkriegt, eben halt, wenn ich ein bisschen Gas gebe. Und was er noch verbaut hat, war H&R Gewindefahrwerk. Das hat Markus auch noch verbaut. Und wie ich finde, steht er echt von der Höhe sehr gut da. Also könnt ihr auch nochmal reinschreiben, was ihr davon haltet. Und ja, ich bin echt mega zufrieden, dass ich den jetzt fahren kann. Happy. Und müssen wir gleich mal gucken, was wir von der Zeit nachher hinkriegen. Weil ich habe mal im Internet geschaut, die liegen so, ich glaube das Beste, was ich gesehen habe. Manche sind ja natürlich wieder an einem Auspuff und Software und so. Manche hatten auch anstatt 343 PS, 370, 380 PS nachher, nach Optimierung. Und dann fuhren die so 10,5 Sekunden. Ich habe auch welche gesehen, die Normalserie so 12 Sekunden, 11,5.
Naja, müssen wir mal gucken. Also so in dem Bereich müssten sie sich eigentlich bewegen. Vor allen Dingen ist der Motor ja auch echt ja, tippitoppi. Und der Wagen auch. Der Markus hat den aufbereitet. Und ja, kein Kratzer dran hier. Und ich darf damit jetzt hier rumdüsen. Deswegen bin ich mal gespannt, was ihr sagt zu dem Wagen. Sagt ihr, ist das sowas? Würde das so für euch in Frage kommen da draußen? Oder sagt ihr so, eigentlich eher der E46, so Z4M, findet ihr ein bisschen zu eng, zu klein. Aber ich finde so, der Kofferraum ist auch ziemlich groß. Deswegen für so, wenn man mal zu zweit irgendwo hinfährt, das ist auch kein Problem. Aber was auffällt, das ist schon die lange Motorhaube und dann diese kleine schmale Windschutzscheibe. Das hat schon was für sich. Also jetzt mit meinen Kameras und mit meinem Messgerät. Also ich habe nicht mehr viel Platz zum Durchgucken hier. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Wir müssen Gas geben. Ist doch Musik in den Ohren, oder? Sowas ist doch genial. 4000 Umdrehungen. Ich guck gleich mal, dass ich noch mal eine Kamera hier hin mache, damit ihr den Tacho seht. Das wollte ich auch noch mal machen. Aber hier so ein bisschen untertourig. Fahrwerk ist schon straff, muss man schon sagen. Aber jetzt nicht unangenehm am Huppeln oder so. Das ist ja mal sehr wichtig, diese Kombination, oder dass das sehr aufeinander abgestimmt ist. Habe ich auch eine neue Kamera wieder am Start, weil mit der GoPro war ich jetzt nicht so zufrieden und jetzt habe ich endlich hier eine Sony ZV-E10, wen es interessiert. Aber genug gequatscht, jetzt fahren wir erstmal zeigen. Ich glaube, so Landstraße ist einfach perfekt. Was ich gerade suche, sind die Schaltpedals. Das ist mir gerade so aufgefallen. So, das ist einfach. Aber dieses Ansprechverhalten und dieses, das ist einfach mega bei den Saugmotoren. Das ist schon irgendwie cool. Mega Baujahr 2006, 15 Jahre alt. Man macht so viel Spaß, ja, in Autos, das ist einfach irgendwie, weiß nicht. Entweder man muss so damit groß geworden sein, die lieben oder so, aber es ist einfach schön, dass es sowas noch gibt hier. Sehr geil, ey. Mensch, kommt schon Laune auf, du. Aber geht schon gut nach vorne, ohne Scheiß. Ich bin mal gespannt. Es hört sich ja mal für viele da draußen an, so 343 PS. Oh, das ist ja nicht so viel. Weil heutzutage hat der Golf 300 PS schon. Dass das reicht, vollkommen ausreicht. Du musst ja nicht hier 400, 500, sag ich jetzt auch im 600 PS M4, aber ohne Scheiß, dieses Schnellfahren wird sowieso bald, glaube ich, nicht mal so in dem Sinne geben. Man wisst ihr genau, 130 auf der Autobahn und so, was da noch kommen mag. Aber ich hatte heute so viel Spaß, wieder im E92 im 3 zu fahren. So nicht am Ballern, sondern so die Landstraßen, Sound hören, den V8 so ein bisschen, Fenster runter. Du musst gar nicht schnell fahren und das ist einfach so eine perfekte Kombi. Was ist denn da los mit dir? Gib doch mal Gas hier, du. Fährt hier 30, wo 70 ist, du. Muss man die mal alle anschieben. Hoffentlich fährt er nicht links. Nein, er fährt links. Da wollte ich hier fahren. Ich will ja Zeiten messen jetzt. Heute müsste ich mal auf einer anderen Stelle messen hier, in Iserlohn. Da kann man hier noch auf der A46 kann man noch messen. Das ist auch ein kurzes Stück hier unbegrenzt.
Das machen wir jetzt. Aber es geht ein bisschen Berg runter. Aber ich glaube, man kriegt das so ganz gut hin. Fahr doch, ist doch grün. Oh. Was machst du denn? Ist doch grün. Oh, alter Schwede. Jetzt rollt er die ganze Zeit hier entgegen und fährt nicht. Oh, mein Gott, ey, Leute, ey, das hättet ihr sehen sollen, ey. Kommt immer näher und drückt nicht auf die Bremse und rollt nach hinten, du. Das wäre ja was gewesen hier. Fährt auf den schönen ZFM-Coupé. Nee, nee, nee. So, ne. Hat mir so ein Spezi vor uns hier. Jetzt 11,37, aber ging natürlich gleich runter. Ich glaube schon so an die 12 wird das schon brauchen, aber was ja dann so passt ungefähr. Deswegen, aber das macht so viel Laune und ich dafür, dass ich so eigentlich ein Handschaltfahrer bin, muss ich ja zugeben, habe ich es eigentlich ganz gut hingekriegt, oder? Was meint ihr? Deswegen werde ich euch gleich nochmal zeigen hier. Wenn ich die Kamera hier vorne habe, dann seht ihr es nochmal. Bin mal gespannt, will er gleich korrigiert hier. Aber das ist einfach mega. So ein geiles, kompaktes Auto. Die Farbe natürlich, Interlagesblau. Mal gucken hier, Tunnel hier. Mann, 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 ey. Ja, röhrt, du. Oh boah, liegt echt gut. Krass. Ein bisschen. Oh Gott. Das ist echt so Rennsemmel, oder? Du musst immer schalten hier dabei. Okay, jetzt verstehe ich jetzt den Handschalter. Ist auch sehr geil. Ohne Scheiß. Wenn man es so drauf hat, Übung und so, und dann zack. Das ist so eins mit dem Wagen eben, Alter. Schon geil. Macht schon Laune. So, wenn wir nochmal eine Zeit messen und dann haben wir ein paar Zeiten, die können wir dann korrigieren, dann haben wir so eine Richtung. Ich glaube, das wird ausreichen. Weil da, wo ich jetzt heute normalerweise hinfahren wollte zum Zeitmessen, hätte ich über fast 40 Minuten gebraucht. Und so lange wollte ich jetzt nicht einfach durch die Gegend gondeln und im Stau stehen und Baustelle. Deswegen. Aber Bremsen auch sehr gut, ey. Und vom Lenkrad ist er auch von der Lenkung sehr straff. Mann, 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 ey, da kann man schon. Ich glaube, so was wirklich so am Sorpesee ein bisschen beschleunigen, so die Landstraßen hin und her, ist einfach genial. Geiler Wagen, auf jeden Fall. Und du siehst diesen Wagen so super selten, vor allen Dingen als M-Version. Ja. Und von Platz her, ich bin jetzt 1,84, hast du auch echt Beinfreiheit oben. Richtig Gas geben, weil vor uns einer ist und der hat gebremst. So Leute, so sieht der Wagen aus von der Seite. Ich mache noch mal zu. Vielleicht könnt ihr mich jetzt auch hören. Ich bin mal gespannt, wie die Qualität ist vom Mikro. Aber schaut euch das mal an. Ich finde das doch mega, oder? Die Felgen, ha, schon sehr geil. Und guckt euch mal an hier von der Höhe. Der geht mir hier ein bisschen mehr auf die Hüfte. Also das ist schon ein Unterschied zum E92 M3. Du sitzt hier richtig tief auf dem Boden. So Leute, was ich auch nochmal sagen wollte, lieben Dank an Insta360, die hatte ich angeschrieben, weil ich hatte doch mal ein Video gemacht mit der Insta360. Jetzt ist ja die Insta Go 2, wie ihr sehen könnt hier. Ist es sehr, sehr geil.
Weil ich ja das Problem gehabt, wenn ich hier die Kamera auf den Kopf mache mit der GoPro, mit, da habe ich ja immer quasi so ein Band oben drauf mit der Halterung von der GoPro und bloß die GoPro ist so schwer und das ist einfach nur nervig. Ich hätte die dann nochmal angeschrieben, ob wir nochmal ein Video machen können, weil mir diese Go 2 super gefällt, weil ihr sehen könnt, die ist hier magnetisch, zack, und das hält so dran und dann habe ich hier die Arme frei und das ist einfach mega. Ihr könnt es auch nochmal sehen, das ist jetzt die Halterung, die kannst du so im Kopf und dann ist das hier für die Befestigung und das ist perfekt. Ja, also da kommen noch ein paar Videos zu der Go 2 und bin mal gespannt, was er dazu sagt. Also ich bin happy. Vielen lieben Dank. Und schon nimmt er auf. Mega. Sowas habe ich immer gewünscht, ey. Nicht so viel schwere Sachen mit rumlaufen und so. Das ist doch ätzend. So, bin ich ja mal gespannt hier. Jetzt habe ich auch wenigstens so eine Cappy auf und sehe nicht so affig aus mit einem riesen Stirnband hier, wo die GoPro dran hängt. Und dann werde ich jetzt zwischen den beiden Kameras immer wechseln. Und dann wollen wir doch jetzt mal Zeit messen, was wir hinkriegen. So, Leute, ich bin gespannt, was ihr sagt, was wir noch hinkriegen hier. So, dann seht ihr jetzt mal so ein bisschen die kleine Luke hier. Wo man hier rausguckt, wie so ein Schiff, du. Aber der ist schon geil. Was unser Geräusch haben wir vor uns denn hier? Alpina oder ist das hier? Und schreibt nochmal bitte drunter, was ihr davon haltet, dass ich hier jetzt die Kameras so habe. Dann seid ihr ein bisschen mehr im Geschehen drin. Ich will so ein bisschen Abwechslung immer bieten. Und finde das ganz cool. Und ich hänge jetzt hier nicht mit so einer riesen GoPro auf dem Kopf, ey. Die mir uns einiges Blödes mit der GoPro auf dem Kopf. Das zeige ich euch auch nochmal in einem Video. Dass du da kein Vorschaubild mehr siehst, wenn du die auf Aufnahme drückst. Und wenn ich da ein paar POV-Videos gemacht habe, dann ja, konnte ich auf einmal erst nachhinein sehen, dass die GoPro verrutscht war. Das Bild war nicht so schön und alles ätzend. Ansprechverhalten ist auch richtig mega, wenn ihr es seht. Also geht schon. Macht schon Bock. Schon eine kleine geile Rennsammelung, muss man schon sagen. So. Das ist echt so eine Rennsammelung hier. Auch nicht genug von. Das ist immer so. Scheiße. Alter, der schreit echt schon. Also ein bisschen kommt das Traktionslämpchen immer noch mal, regelt dann noch mal nach. Oh, Traktionslämpchen, ich hab's total vergessen beim Zeitenmessen. Ah, ich habe gar nichts ausgemacht. Und hier ist auch noch der Sportknopf. Oh mein Gott, bin ich blöd. Jetzt ist der Sportknopf erstmal an. Ja gut, ist jetzt nur die Gasannahme, der hat ja nicht mehr PS oder weniger PS. Da liegt hängt ganz anders am Gas mit dem Sportknopf. Echt sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja. Aber echt. Ja, richtig geil, aber. Und es muss ja nicht immer so richtig ballern von hinten. Du hörst ja das Ansauggeräusch vorne. Reicht doch. Muss ja nicht übertreiben immer. Aber mega, mega. Also ich glaube jetzt nicht, dass er geregelt hat, die Leistung runter, 100 bis 200. Weil, glaube ich jetzt nicht. Also es war jetzt nicht zu viel.
So, meine lieben Sportsfreunde. Hier haben wir Stand mal hören, oder? Ist schon geil. Ist schon richtige Saugerpower von früher, du. Nee, nee, richtig schöner Wagen. Sehr geil. Das ist echt so, die Gasannahme, die ist immer so direkt bei den Saugern. Das ist echt krass. Einfach der Hammer. Das macht so viel Spaß. Jetzt haben wir hier wieder so eine scheiß Straße hier. Das ist das Einzige, was mich immer nervt, wenn du so irgendwie ein schönes, tiefer gelegtes Auto hast und dann hast du hier solche Straßen. Ah, dann bist du ein Verkehrshindernis immer hier. Die Leute hinter dir denken auch immer, was macht der da vorne, ey? So, Gas geben. Hört euch jetzt an. Geil. Mega. Ich hoffe, ihr habt noch was gehört. Einfach geil, einfach geil. Jetzt haben wir noch einen Fahrradfall hier. Der überholt den hier nicht. Berg hoch, gerade so viel Schwung gehabt. 3000 Umtouren erst, das müsst ihr mal überlegen. Ja, das ist schon krass. Aber es ist echt so, das ist, du merkst hier, das Raumgefühl ist was ganz anderes als hier im E92 M3. Das ist alles viel Go-Kart-mäßiger. Ja, also man ist schon irgendwie noch mehr mit der Straße verbunden und das ist vom Lenken und so echt geil. Echt genial. Also vielen lieben Dank nochmal. Ach ja, ich wüsste nicht, was es ohne Saugmotoren noch gibt. Ja? Richtige Sauger. Porsche GT3, wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch an. Danke nochmal, Ali. Ich war Tage danach noch am Smile, wenn ich dran gedacht habe. Einfach mega, einfach mega. Dass du den bis 9000 hochziehen kannst, das ist ja so krank. Oh. Und die letzten paar tausend Touren, das schreit dich so an. Kennt man ja eigentlich nur vom V10 so, dieses Schreien. Ah, mega. Ja, deswegen schreibt einfach mal drunter. Fazit vom Wagen, mega. Also Handling super, Bremse ist sehr gut. Beschleunigung, wenn wir unter 12 sind, ist auch sehr, sehr gut. Alltagsnutzen würde ich auch sagen, gut. Klar, es ist jetzt ein anderes Fahrwerk drin, der Gewindefahrwerk ist ein bisschen straffer. Aber du hast richtig viel Platz hinten noch im Kofferraum. Und Verbrauch schaue ich auch nochmal nach, das schreibe ich nochmal drunter. Wie der bei der Versicherung eingestuft ist, das werde ich jetzt auch mal in den neuen Bios reinschreiben. Da habt ihr so mal einen Vergleich, wo die so preislich liegen. Genau, Gebrauchtwagenpreise werde ich auch nochmal drunter schreiben, wo es dann losgeht. Wenn ihr ein gepflegtes Modell haben wollt, ist dann immer so eine Sache. Aber ich bin mega happy. Also so seltener Wagen, was ganz, ganz Besonderes. Und wenn ihr versuchen seid nach einem Saugmotor und jetzt kein E46 M3 gut findet, weil die Form ein bisschen normal ist, sag ich mal normal, und irgendwie was so, ja, klein, handliches haben wollt, dann ist der Z4M Coupé am besten eure Wahl. Deswegen, wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da. Ich werde jetzt gleich noch ein paar Soundaufnahmen von außen machen, wie ich vorbeifahre und ja, die blende ich dann wieder ins Video ein. Das soll es gewesen sein. Ah, was ist denn los hier? Ich wünsche euch was, Leute. Haut rein. Ciao.